Sie Lords und Sie Ladies, der Plantation Barbados XO 20th Anniversary. Das Flaggschiff von Plantation. Und wie es zu dem gekommen ist, erfahrt ihr gleich. Ihr seht schon, hier ist ein bisschen viel los. Nicht nur die Experience Box, sondern auch nochmal der Plantation Barbados XO rum. Einmal, wie er sonst aussieht. In einer schönen Flasche dargeboten. Ich werde aber die kleine Flasche aufmachen und nicht die große. Ich erzähle euch trotzdem die Geschichte, die dahinter steckt. Denn im Jahre des Herrn 1989 hat ein gewisser Alexandre Gabriel in Frankreich das Unternehmen Ferrand gekauft und wieder aufgebaut. Ehemaliger Cognac-Hersteller, dem es dann wirtschaftlich in dieser Zeit nicht so gut ging. Aber voller Unternehmergeist hat der Alexandre Gabriel dann dieses Unternehmen wieder aufgebaut. In den 90er Jahren fand er dann Gefallen an Destillaten aus der Karibik, Rum eben. Und nachdem er sich in die Materie Rum eingearbeitet hatte, wurde er sogar im Jahre 2012 Master Rum Blender of the Year und auch Distiller of the Year. Also das spricht schon einiges für die Erfahrung und die Expertise dieses Herrn. Und zum 20-jährigen Jubiläum von Ferrand hat er dann diesen Rum geblendet. Und den gibt es bis heute noch in der Machart, wie er ihn seinerzeit hergestellt hat. In diesem Rum gibt es nur Destillate von Barbados. Da scheint es eine ganze Menge zu geben und die liegen irgendwo zwischen 8 bis 15 Jahren. Und daraus wird dann ein feiner Rum designt. Und jetzt gehen wir zurück. Packen wir mal den Jungen hier aus. So. So sieht er in klein aus, das ist die große Flasche und hier ist auch ein Tastingglas, ganz klar, wie soll ich denn sonst probieren? Ich sprach ja von 8- bis 15-jährigen Barbados-Rums, die da reinkommen und es erfolgt nochmal eine kontinentale Lagerung, irgendwo zwischen 2 bis 10 Jahre, je nachdem. Da wird aus jedem Fass etwas genommen, bis dann das Geschmacksprofil wieder so stimmt, wie der Erfinder es gerne haben wollte. So frisch eingegossen, mal gucken, was wir hier schon rauskriegen. Ja, ein dumpfer Ton, Eichennoten auf jeden Fall. Relativ dunkel ist er auch, seht ihr hier schon an den Flaschen. Also eine lange Lagerzeit kann man diesem Rum unbedingt ansehen. Lassen wir ihn mal ein bisschen atmen. Jetzt hat er auch genug geatmet. Lass mal gucken, was ich jetzt so schnupper. Definitiv Vanillenoten, ganz klar. Bisschen eichig und ein bisschen was Sanftes. So, ja, schokoladig ein wenig. Aber nicht so, so dunkle, heftige Schokolade, sondern eher so ein bisschen Milchschokolade. Vom Geruch alleine kriegen wir nicht viel von dem Rum mit. Deswegen auf euer Wohl. Prost. Relativ blumig ist er und je länger man darauf rumkaut, desto mehr kommen diese Kokosnoten im Vordergrund. Ich wusste beim Riechen gar nicht, was es so richtig ist, aber Kokos tritt in den Vordergrund, Vanille spielt damit und ein bisschen diese matschige, breitere Süße von Bananen ist natürlich da und noch ein bisschen was Herbes, so ein leichtes Kaffeearoma. Ne? Also und wenig scharf. 40%, jetzt mal zu den technischen Daten, hat dieses Gebräu und, ja, da sind sich die Leute wieder nicht einig, Cognac Ferrand oder Plantation sagt 20 Gramm pro Liter Zucker, unabhängige Messungen gehen bis hoch zu 29 Gramm. Also, da wird demnächst wohl ein bisschen nachjustiert werden müssen, damit sich das Ganze noch Rum nennen darf, aber auf jeden Fall ein angenehmes Getränk. Kannst du nicht viel falsch machen, geht auch gut die Kehle runter. Ist etwas, womit ich mich doch durchaus ein bisschen länger, vielleicht sogar einen ganzen Abend lang beschäftigen könnte. Also nicht so wilde, herrische Noten, wie man von mir Jamaikaner gewohnt wäre, sondern wie gesagt, diese sanften Anklänge, die wir von Barbados halt gewohnt sind. Also durchaus mal ein Schlückchen wert. Ich weiß nicht, ob ihr euch gleich eine große Flasche kaufen wollt, aber wie gesagt, ich höre ja nicht damit auf zu sagen, dass diese Plantation Box eine ganz gute Geschichte ist.
100 Milliliter pro Fläschchen. Ihr zahlt da, ich glaube, so 6 Euro pro Flasche habe ich bezahlt. Finde ich ein gutes Investment. Also, die hätte ich mir jetzt nicht alle nochmal einzeln gekauft. Bei dem hier haben mich einfach die Stimmen, die ich so im Internet gelesen habe, überzeugt. Den musst du mal probieren. Und jetzt war er dann auch noch in dieser Plantation Experience Box drin. Ein schöner Rum, ein schön gelagerter Rum. Nicht irgendwie Single Barrel, Single Cask, wie auch immer. Ein schöner Blend und ein Blend muss nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil, der hat hier auch ein paar Preise abgeräumt. Also, durchaus gefälliger Rum. Und wenn ihr den probieren wollt, Link stelle ich euch unten hin. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Rum-Experimentieren. Und bis zum nächsten Rum. Tschüss.